Frieden kann nicht durch Gewalt erhalten werden. Das wusste schon Albert Einstein. Diesem Prinzip schließt sich auch der Ellwangener Jugendrat an. Doch was ist der Ellwangener Jugendrat? Wir sind politisch engagierte Jugendliche, die gewählte VertreterInnen der Ellwangener Schulen sind. Gemeinsam setzen wir uns für die Gestaltung unserer Zukunft ein. Der Ellwangener Jugendrat umschließt mehrere Gruppen, die verschiedene Themenbereiche behandeln. Wir kommen als Beispiel aus der Gruppe für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Gerade weil wir uns mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen und es uns wichtig ist, in einer lebenswerten Zukunft zu leben, sehen wir in der zukünftigen Welt keine Atomwaffen. Denn was, wenn die Zukunft, für die wir gekämpft haben, auf einen Schlag durch Atomwaffen zerstört wird? Allein 100 Atomwaffen würden ausreichen, um fast die gesamte Menschheit nachhaltig auszulöschen. Und das ist nur ein Bruchteil der geschätzt 15.000 Atomwaffen auf der Welt. Ist das nicht Grund genug, um sie sofort abzuschaffen? Wir wissen, dass viele Länder nur Atomwaffen besitzen, da sie an dem Glauben festhalten, den Frieden so wahren zu können. Doch um sich wieder auf unser Zitat zu beziehen, es kann keinen wirklichen Frieden geben, der auf der Androhung von Gewalt oder Gewalt basiert. Doch nicht nur die Menschheit wird durch Krieg und Gewalt bedroht, sondern auch die Umwelt. Und für die Umwelt kämpft nicht nur die Nachhaltigkeitsgruppe des Ellwanger Jugendrats, sondern auch die Klimahelden des JUCE, mit denen wir im engen Kontakt stehen. Ich bin von den Klimahelden des JUCE in Ellwang. Und wie der Name schon sagt, engagieren wir uns im Bereich Klima- und Umweltschutz. Vor 1,5 Jahren haben wir uns gefragt, was wir gemeinsam tun können, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und seitdem haben wir ein Umsonstregal vor dem JUCE stehen, schauen, was wir zu Hause machen und verändern können, um nachhaltiger zu leben, und hatten sogar schon ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister, um unser Anliegen für sicherere Fahrradwege vorzulegen. Und noch mehr haben wir gemacht. Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, haben schon mehrere Klimastreiks organisiert und malen viele Banner, um der Öffentlichkeit und den Politikern zu zeigen, dass sich etwas ändern muss. Wir sind eine engagierte Gruppe, die die Natur liebt und das Schöne und Gute in ihr sieht und bewahren möchte. Jetzt aber, was hat die Klimakrise und unser Engagement mit Frieden zu tun? Ganz einfach, wir machen das Ganze, damit die Welt besser wird, damit sie nicht verschmutzt wird und Tiere wegen uns leiden müssen. Aber der einfachste Grund ist, um uns Menschen selbst zu schützen. Und deshalb ist Frieden auch so wichtig, denn ohne ihn kann Chaos und Krieg herrschen und die Natur und uns zerstören. Aber durch die Klimakrise kann dieser Frieden nicht erhalten bleiben. Wir verschwenden Unmengen an Ressourcen und irgendwann ist es so weit, dass man sich um sie streiten wird, um Wasser zum Beispiel. Und auch wird es Ungleichheiten geben. Wir Menschen hier in Deutschland werden andere, ja sogar weniger Probleme haben, wie in Afrika zum Beispiel. Dabei tragen wir, unter anderem durch unseren Konsum, die größte Schuld. Und wieso sollte man den Frieden durch Atomwaffen wahren, wenn in dem Wort schon das Wort Waffe steckt und Atomwaffen alles zerstören können, was wir versuchen zu schützen? Die Artenvielfalt, die Natur, uns Menschen. Was bringt es für Klimaschutz zu kämpfen, wenn das alles durch einen Knopfdruck kaputt sein kann? Wir kämpfen wortwörtlich für den Erhalt der Menschen. Und dazu zählt auch, dass man in Frieden und ohne Angst leben kann. Und deshalb sind wir dabei, auch für Gleichberechtigung und Frieden zu kämpfen. Denn das ist, was wir auch mit Klimaschutz erreichen wollen. Es hängt alles zusammen. Manchmal kann man sich fragen, ob der Kampf schon verloren ist. Doch verloren ist der Kampf erst, wenn wir nichts tun und aufgeben. Denn auch wenn wir mit vielen Entscheidungen unzufrieden sind, ist es nie zu spät, sie rückgängig zu machen und die Initiative zu ergreifen. Auch junge Menschen wie wir haben eine Stimme. Sie erscheint manchmal leise, doch sie könnte ganz laut werden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Nicht nur als PolitikerIn kann man sich für seine Anliegen einsetzen. Manchmal reicht auch der Weg zum JUCE oder zum Jugendrat, denn wir sind ein Sprachrohr für die Jugend in Ellwangen. Wenn ihr Anliegen habt, dann schaut doch einfach auf den jeweiligen Instagram-Seiten des Ellwangener Jugendrats oder dem des JUCEs vorbei. Aus der Sicht von uns Klimahelden machen die momentanen Politiker und auch viele Erwachsene für unsere Zukunft zu wenig. Weil wenn ihr jetzt nicht handelt, dann haben wir und die darauf folgenden Generationen ein Riesenproblem. Wenn die ältere Generation die jüngere ausbremst und sich ein Stau beim Thema Klimaschutz bildet,
wird es lange dauern, bis sich dieser wieder auflöst. Vielleicht ist es dann schon zu spät. Jeder von uns kann einen kleinen Teil zur Verbesserung unserer Welt beitragen. Und ja, dieser Beitrag lohnt sich, weil wenn jetzt tausende Menschen sich beteiligen, dann sieht es auch gleich tausendmal besser aus. Ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad, laufe oder bin mit dem Einrad unterwegs und verzichte auf das Elterntaxi. Auch das Mülltrennen hilft oder wenn du im Winter auf Erdbeeren, die um die halbe Welt geflogen sind, verzichtest. Und weil uns das alles wichtig ist und wir euch davon erzählen wollen, haben wir dies in einen Song gepackt, den euch Jörg Meyer vom Jutta jetzt präsentiert.